für mich ist das Diskutieren der Anträge eigentlich das Wichtigste, weil da kriegst du raus, was der Antragsteller eigentlich mit seinem Antrag genau meint. Ich finde es halt wichtig, dass wir uns darüber austauschen, was wir wollen und ob wir da Mehrheiten finden und sagen, jawohl, verstehe ich. Oder halt, ob wir dann sagen, nee, also das geht dann gegen meine Grundwerte und dann entscheidet ja letztendlich die demokratische Abstimmung. Das ist, finde ich, ein sehr geiler Prozess. Lange, anstrengend, aber geil. Ich bin gespannt, wie sie zu uns spricht und was so die Botschaften sind, die sie uns letztendlich sagen wird. Es wird keine Diskussion sein, sondern halt ne, letztendlich ein Bericht von ihr. Und ich bin gespannt, was sie zu uns zu sagen hat. Und deswegen würde ich es echt cool finden, wenn sie da einfach irgendwas raushaut und wir sagen können, ja, da sind wir gleicher Ansicht, die Meinung können wir teilen. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen allen danken, die Sie die IG Metall repräsentieren. Denn Sie zeigen in diesem Bereich außergewöhnlichen Einsatz. Ich denke dabei zum Beispiel an Ihre Initiativen Respekt, kein Platz für Rassismus oder 100% Menschenwürde. Und ich möchte auch, dass wenn wir 80 und 90 Jahre Grundgesetz feiern, diese Tarifpartnerschaft ein wesentlicher Meilenstein oder Markstein der sozialen Marktwirtschaft ist. Dafür lassen Sie uns bitte gemeinsam arbeiten. In diesem Sinne auf gute Zusammenarbeit. Machen Sie dennoch weiter und jetzt erst recht. Für Respekt, für Toleranz, gegen Hass, gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so klar ausgesprochen haben an dieser Stelle. Und noch einmal vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, ich finde es gut, dass sie die Meinung mit uns teilt. Und immer wenn sie zu uns kommt, dass wir dann nie zufrieden sind mit dem, was sie sagt. Das fand ich ganz lustig, weil so ist es. Sie hat es praktisch so dargestellt, als würden wir hohe Ansprüche stellen und ja, das machen wir. Jugend ist für mich total wichtig. Ich bin in der Jugend letztendlich politisiert worden. Und zwar nicht, weil man gesagt hat, jetzt kümmere dich mal um die Politik, sondern ich habe angefangen, mich zu interessieren. Dann habe ich gemerkt, ich kann was bewegen. Ich bin Jugendvertreterin bei uns im Betrieb, stellvertretende Vorsitzende der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung. Und wir sind so viele, man fühlt sich richtig wohl und man weiß, dass man so viel zusammen bewegen kann, weil es halt einfach so viele Leute gibt. Und es ist wunderschön, dass man dann nachher sieht, dass man wirklich irgendwas bewegt hat und dass sich was verändert hat.